Das Nickerchen tat gut. Oh, ups, ich habe den ganzen Tag verpennt. Ja. Was machen wir jetzt? Was mache ich jetzt? Was? Keine Ahnung. Der ist ein Gedanken. Mann, Mann, Mann. Oh, hallo. Ja. Ist das Feuer für Sie beruhigend? Okay. Gut, dann haben wir das auch. Die Shops sind eröffnet. Und der Herr Ramon kriegt jetzt dadurch, dass sein Haus fertig ist, ein kleines Einweihungsgeschenk, damit er Gespräche führen kann. Achso, ich füll's gleich wieder nach, falls du noch. Da springt er wieder weg. Ja, das ist ganz seltsam. Ich habe Ihnen hier was hingestellt, dadurch, dass jetzt endlich mal Ihr Haus fertig geworden ist. Naja, fertig ist das noch nicht. Da oben ist bestimmt Ihr Schlafzimmer, da möchte ich nicht reingucken. Ich weiß ja nicht, ob Sie noch das Fell vom letzten Mal weggeräumt haben. Nee. Sehen Sie? ja, ich werde mich schon nochmal auf die... ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll, außer Zeit totschlagen. Oh! Oh! Was gibt... Vorsicht, Fräulein Sissi! Also wenn ich Leder hätte, würde ich das auch selber Vorsicht, hinter Ihnen! okay. Jetzt, was war? Der erste Schuss ging aber ganz stark daneben. Ich glaube, sie müssen die Spanne von der Sehne nochmal überprüfen. Nee, ich glaube, das liegt eher an mir. Okay. Ich habe noch nie gerne mit dem Bogen gearbeitet. Ja gut, das ist nicht jedermanns Sache. Ich kann besser mit dem Schwert arbeiten. Was haben Sie denn da auf Ihrem Schwert alles drauf? Das ist ja so farbenprächtig. Ja, einmal ein Smaragd mit eingearbeitet und einmal Diamant. Und was bewirken die? Na, die... Naja... verbessern, eher gesagt, die Stabilität des... Schwertes oder des Werkzeuges jeweils. Ja gut, ja, mein... Und dann unten an der Spitze, ja, weiß ich nicht, das haben wir früher immer als Glücksbringer gemacht. Okay. Das, ja, mein Silberschwert, das ist noch gut intakt. Schon wieder ein Schmetterling. Sie können doch mal ausprobieren, ob Sie diese verkleidete Tür hinbekommen. Also eine Tür, die so aussieht, als würde... Ach, wie der Herr Lloyd hat. Genau. Ja, so. Kann ich mal testen gehen. Ist ja kein Problem. Ja, also ich würde sie dann auch noch bezahlen dafür. Ach, das macht dann die nächste Reparatur vom Eiersilberschwert. Ja, oder Eisenrüstung oder... Ja. Ich möchte mich beschweren. Über was? Jemand hat mein Pferd getötet und hat den Sattel mitgenommen. Wer denn? Ich weiß es ja eben nicht. Bei mir verschwinden zur Zeit voll viele Sachen. Zum Beispiel, wenn ich die Kohle, die ich in die Blumen reingeworfen habe, die despawnen normalerweise. Also die verschwinden nicht einfach so. Aber jetzt sind die auf einmal verschwunden gewesen. Okay. Also das war vorhin. Also wo ich das letzte Mal da lang bin, da war noch Kohle drin. Und ein Pferd war bei mir auch noch da. Aber jetzt ist das Pferd nicht mehr da, ja. Es ist weg. Ich hab, hier lag nur die Leine von ihm noch. Sicher, das... Ausgerissen kann es nicht sein, weil die Leine war fest angebunden. Also das stand vorhin so zwischen dem Bauernhof und der Schmelze vom Herrn Ramon.
habe eben geguckt, ich habe es nicht mehr gesehen. Ich kann ja dann mal eine kleine Runde laufen, vielleicht finde ich es ja, weil ich glaube mal nicht, dass jemand hier einfach ein Pferd tötet. Okay. Aber erst muss ich mal den Auftrag von Herrn Ramon in Angriff nehmen. Ja, bitte. Das können Sie auch gerne nebenbei machen, irgendwie so. Ja, nö, ich kümmere mich erst mal darum. Ja. Okay, ich melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe. Wenn Sie mich suchen, ich bin bei mir höchstwahrscheinlich erstmal zu Hause und schlaf erstmal eine Runde. Ich werde das in irgendeine Kiste packen. Gut. Okay. Gut, dann schönes Snickerchen. Ja. So eine verkleidete Tür. Da ist es doch. Ja, das war hinter Sigis Haus. Na, sehen Sie. Auch. Was war das? Der darf nie wieder in der Stadt zaubern. Nie wieder. Ich hab sie alles in die Luft gejagt. Ich wusste nicht, dass der Zauber im Spruch das war. Außerhalb der Stadt testen. Nicht mehr. Genau, das hatte ich Ihnen doch auch gesagt. Ich wollte mich da rein teleportieren. Ich hab mich. Was ist denn hier? Was? Ja, der Tobias ist so. Anscheinend auf Reisen und deswegen hat er das alles so versiegelt. Wegen abwiegen, abwiegen. Hä? Wie auf Reisen und dann. Witzigerweise. Ja, toll, was bringt dieser eine Zugang, wenn man alle anderen offen lässt? Aber das darf er doch gar nicht, auch wenn er dort arbeitet, das ist doch... Es ist sein Grund und Boden. Ja, da oben das Haus, aber nicht was darunter die ist. Die Mine gehört auch ihm. Zahlt er dafür Steuern? Gibt's überhaupt schon Steuern? Ab jetzt ja. Aber wie wollen Sie jetzt Ihrer Minenarbeit nachgehen? Und das ist ja nicht mal mit der Stadtwache oder irgendjemand anderen so beschlossen und er macht das einfach. Nee, ja, da. Das Problem ist, das Ding kriegen wir nicht kaputt. Das ist jetzt versiegelt, da kommt man nicht rein. Da nur Herr Tobias oder vielleicht Herr Ramon, wenn er noch da ist. Ich könnte ja nochmal draufschießen. Nein. Nee, der Herr Ramon, der hat sich erstmal schlafen gelegt. Ich weiß nicht, ob er heute nochmal aufsteht. Ja, weil das Zeug kriegen wir nur mit einer bestimmten Spitzhacke kaputt. Da könnt ihr noch so viel draufschlagen, das bringt nichts. Ich dachte, das, was ich in der Hand habe, bringt vielleicht was. Was ist das überhaupt? Weiß ich nicht, das ist mir, ich soll für den Herrn Ramon was testen und da kam der Block raus. Ich weiß nicht. Also es sieht nach Holz aus, können Sie ja verbrennen. Ja, das sind ganz viele Stöcke zusammen und ich habe auch so eine neue Art Kiste durch Zufall entworfen. Aber. Kommen Sie mal kurz. Aber. Ich geh erstmal in die Mine rein. Aber da. Nee, das kann so nicht gehen. Ohne Absprache geht sowas gar nicht. Nee, hier war's nicht. Hä, hat er den Eingang auch zugemacht? Ist das vielleicht hier? Drunter? Nee. Nee, ich da meinte hier, weil hier so ein kaputter Stein ist. Können Sie ja gerne ausprobieren. Also irgendwas muss hier sein. Weil er immer von oben in die Mine reinkam. Von oben. Da ist nichts. Und sonst wissen Sie, was kommt hier? Nee. Also, das sieht für mich so langsam danach aus, als ob er was zu verheimlichen hat. Oh. Aber irgendwo ging es doch hier raus. Ja, der Herr Olaf hat heute irgendwie hier hinten was gefunden. Oh. Jetzt sind wir wieder im Haus. Ah, schade, dann hat er. Ist das gar nicht. Dann
Aber. Nee, das geht. Nur, dass er auf Reisen ist. Das geht so auch nicht, also. Kriege ich die Mine währenddessen? Also für immer? Also, Herr Darko, ganz ehrlich, ich werde mich auf jeden Fall in den morgen bestimmt, wenn der Herr Ramon heute noch aufsteht, mich mit ihm mal ganz kurz setzen, dass wir das aufbrechen, weil das geht so gar nicht. Er kann nicht einfach Automaten hinstellen, Zeug anbieten und ohne was zu sagen gehen. In den Automaten ist ja nur Wichtiges drin. Herr Ramon braucht ja die ganzen Erze. Und die sind hier in den Lachen. Das ist halt ein Fahrzeug. Hier ist das Hauptlager. Ja, aber trotzdem, das ist und vor allem. Warum werden hier eigentlich immer diese Tische genommen? Die sind doch ganz alt. Wollen Sie die verbesserten machen? Ja. Arbeitest du hier drin? Nein. Hier sind nur Rohstoffe. Also, nee. Also, Herr Darko, solange der Herr Tobias nicht da ist, haben Sie die Mine zu führen und das geht so wie. Nein. Ich würde sagen, wir warten, bis ein Stadtherr gewählt ist. Wenn es nicht Tobias ist, kriegt er eine saftige Strafe. Das dauert aber bestimmt noch ein Weilchen. Ich denke mal schon so 7 bis 8 Tage. Nee, ich. Also, ich werde mich mit den Herrn Ramon hinsetzen. Und ich denke mal, wir werden dann mit dem. Wenn wir übereinstimmen, dass sie so lange die Mine führen dürfen. Da wir ja momentan das Sagen in der Stadt haben, werden wir zusehen, dass wir das irgendwie aufbrechen. Also, das geht so gar nicht, was sich der Herr Tobias hier erlaubt. Ja gut, in gewisser Weise, ich würde gerne die Mine generell mal umstrukturieren. Also, der hat hier gar keine Preise, der denkt sich alles, der zieht sich alles aus den Fingern. Ja, keiner kann das nachweisen, deswegen... Da bringt mir die Zeit, die ich da aufbringe, für 2-3 Tage nichts, wenn der nach 2-3 Tagen wiederkommt. Ja. Sicherung, dass er mich nicht rauswirft. Nee, dafür sorgen wir schon. Das. Also, nee. Ich sag mal so, sie machen bis jetzt mit den Rohstoffen hier. Sie rennen wirklich zu jedem hin und kümmern sich. Und wenn man zu ihnen kommt, sie setzen sich hin, verarbeiten die Rohstoffe auch. Jetzt für Maschinen oder so. Ich denke mal schon, dass dann, wenn der Herr Tobias keine ordentliche Lösung findet und sie, ich sage jetzt mal, fest einstellt, dass sie auch richtig bezahlt werden für ihre Taten unter der Erde, dann findet sich schon ein Weg. Und ich werde mich auf jeden Fall mit dem Herrn Ramon hinsetzen, da wir ja momentan das stärkere Sagen in der Stadt haben. Und, aber von meiner Seite her spricht eigentlich erstmal nichts dagegen, dass sie jetzt auch den Durchgang, den sie gerade gemacht haben, nutzen, um hier ans Lager zu kommen. Oder wir bauen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich da auch wieder rauskomme. Ah, doch, das geht. Also, nee, das geht so gar nicht, was der Herr Tobias hier macht. Abwesenheit geschlossen, gezeichnet Toppi. Neuer Mensch. Was? Wo? Hallo? Herr Darko? Ja? Haben Sie kurz Zeit? Ja? Da ist jemand Neues und die rennt vor mir weg. Bei ihren Augen ist es doch eh kein Weltwunder. Boah, danke, Herr Darko. Ja, diese Augen sind furchtbar, besonders in der Nacht. Ja, da kann ich aber besser sehen. Mag sein, trotzdem sind sie unheimlich. Neue Stern. Hallo. Neue Sterne, neue Sterne. Mann! Hallo? Ganz antworte. Ja. Damit aufhören, ich muss die Sterne einschreiben, bevor sie weg sind. Sie sind komisch. Ja, genau. Du siehst mich gar nicht, ich bin die Katze.
Aber danke schön, Dank. Aha. Ja, sehen Sie. Und von mir ist er einfach weggerannt. Das wird Sie jetzt ärgern. Gucken Sie mal. Da ist ein Riesenloch. Das war ich, Entschuldigung. Die Stimmzettel. Nee, die wurden nicht getroffen. Ich hab schon geguckt, es ging ja da irgendwo runter. Da ist nichts passiert, da hab ich schon geguckt. Ja gut, ist noch alles da, ich sehe das. Ja, es sind noch alles da. Herr Darko. Irgendwas stimmt immer noch nicht. Warum? Ich habe hier eine Stimme von... Mach, ich weiß nicht, wie einfach erstmal reinlegen. Ich. Darko, kannst du bitte mitkommen? Ja, Moment. Warum will jetzt jeder was von mir? Ich habe Kristalle gefunden. Ja, dann putzen, dass sie glänzen. Die muss rausgebuddelt werden, um Ihnen zu sagen. Herr Darko, als erstes, nehmen Sie den Zugang zur Mine und. Ich brauche unbedingt den Slate. Vor allem jetzt. Ja, Sie kriegen was vorab. Okay, danke.